Hallo zum letzten Tag des Jahres. Heute ist Silvester und ab morgen ist 2015. Yay. Diesmal gibt es kein Tutorial, weder zum Zeichnen, noch zum Schminken, noch zum Haare machen, noch zum Ohrloch dehnen oder irgendwas anderes. Es gibt etwas jetzt vollkommen Neues. Und zwar einen Lesemonat. Oder einen Rückblick auf die Bücher, die ich diesen Monat gelesen habe. Ja, ich dachte mir, das könnte ganz interessant sein für die Leute oder die Liker oder Fans? Ich würde es nicht mal Fan nennen. Die halt meine Facebook-Seite geliked haben und genauso Bücher gestört sind wie ich. Ich kenne zwar nur eine, aber... Angel, du machst das. Ja, ich sitze jetzt hier schön in meinem kalten Zimmerchen, weil Heizung kaputt mit Wärmflasche und bin erkältet und durchgefroren, da ich gerade doch das Auto meiner Mutter freigeschaufelt habe. Schnee 40 cm ist super. Also wenn ich mich jetzt öfter räuspern oder eventuell auch husten sollte, dann tut es mir jetzt schon leid, aber ich glaube, ihr werdet es überleben. Fangen wir also mit dem ersten Buch an, das ich diesen Monat gelesen habe, und zwar ist das von Kim Harrison, Blutsbanden. Es ist der 10. Band von der Hollow-Serie oder Rachel Morgan-Reihe oder Blutreihe, je nachdem, wie man es nennen will. Ich persönlich nenne es immer die Blutreihe, weil einfach jeder Titel mit Blut anfängt. Ich möchte übrigens an dieser Stelle anmerken, dass ich nur Fortsetzungen gelesen habe und wer die vorigen Bände nicht gelesen hat, ich könnte eventuell ein bisschen spoilern. Da die Bände aber sehr fortgeschritten sind, könntet ihr es eventuell noch vergessen, wenn ihr dann mit der Reihe anfangen wollt. Ich meine, es ist Band 10. Wie immer war das Buch super geschrieben. Also ich bin irgendwie von Kim Harrison bin ich nichts anderes gewohnt. Also ich habe schon mehrere Bücher von ihr gelesen, auch außerhalb der Blutreihe, von denen ich nicht sagen kann irgendwie, dass mich der Schreibstil stört. oder irgendwas anderes. Ich bin einfach nur ein Typ Frau, der keine typischen Typ Frau Romane lesen kann, ohne dass mich eine weibliche Person auf den Senkel geht. In diesem Fall geht mir übrigens der Hauptcharakter extrem auf den Keks, Rachel Morgan. Im Band 1 bis 3 mochte sie echt noch gerne, aber bei Band 4 ging sie mir einfach nur noch auf den Zeiger. Am Anfang war sie auch irgendwie mutiger, aber inzwischen hat sie sich zu einer Art Waschlappen entwickelt. Aber gut, jeder entwickelt sich weiter. Manche auch in eine gegengesetzte Richtung. Und für alle Fans der Reihe, ich bin und bleibe ein Riesenfan dieser Reihe. Nur Rachels Entscheidungen manchmal oder ihr Selbstmitleid gehen mir teilweise wirklich auf den Senkel. Aber ich konnte auch Bella aus Twilight nicht ausstehen. Ja, im Band 10. Es sind drei Viertel des Teils. Ist Rachel immer noch feige. Aber sie reißt sich zusammen. Dank Unterstützung von Trent. Und dass die beiden sich so gut verstehen, fand ich jetzt wirklich gut. Endlich kommen sie mal aus der Hüfte. Außerdem fand ich es super, wirklich, wirklich super, dass Al in dem Band wieder vorkam. Zwar nur wirklich kurz, aber er kam wieder vor. Ich bin ein großer Fan von Al. Einer der Gründe, warum ich die Reihe nicht abgebrochen habe. Und weil Kim Harrison einfach so toll und begnadet schreibt. Ja, also ich, dieses Buch hat, lasst mich gucken, lasst mich lügen, 607 Seiten. Und ich habe sie an zwei Tagen durchgelesen. Obwohl ich eine 14-Stunden-Schicht in der Arbeit geschoben habe. Man kann sich jetzt ausrechnen, wie viel Schlaf ich überhaupt noch bekommen habe. Ja, neu kostet dieses Buch 14,99 €. Ich habe es mir gebraucht für 5,41 € auf Medimobs gekauft. Ja, ich habe auch kein Problem mit gebrauchten Büchern, solange sie in einigermaßen gutem Zustand sind. Und man auch erkennen kann, um welches Buch es sich handelt und sie nicht auseinanderfallen. Ja, wie gesagt, ich liebe einfach die Blutreihe, also ich liebe sie. Ich zögere es immer ewig heraus, bis ich den nächsten Band lese. Nicht, weil ich ihn nicht lesen will, sondern weil ich weiß, die Reihe ist abgeschlossen und ich will aber nicht, dass sie zu Ende ist. Deswegen zögere ich es immer raus mit dem Lesen und ich habe mir jetzt schon überlegt, ich könnte ja nicht wieder von vorne anfangen. Es gibt Reihen, bei denen mache ich das sogar. Jedes Jahr. Nein, ich bin nicht seltsam. Entschuldigung.
Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil wenn ich euch jetzt mehr über den Mann erzähle, dann bin ich eigentlich nur noch am Spoilern. Natürlich könntet ihr es vergessen, aber eventuell könntet ihr es nicht vergessen und ich möchte nicht schuld daran sein, meine Haare lösen sich auf. Ich möchte nicht schuld daran sein, wenn euch der letzte Spaß abhanden kommt. Deswegen, ich spoilere so ungern. Außer bei meinen eigenen Storys, da spoilere ich extrem gern. Manche Leute wissen, wovon ich rede. Dann habe ich das hier noch gelesen. Maike Scott, Die Geheimnisse des Nicholas Flamel, Die mächtige Zauberin. Es ist der dritte Band der Nicholas Flamel-Reihe. Ich habe mir diesen Band in meinem Septemberurlaub in Füssen gekauft. Für 9,99. Das Buch hat 522 Seiten. Was ich übrigens echt super finde. Also irgendwie werden die Bücher mit der Zeit immer fetter. Von der Reihe zumindest. Ich kenne Reihen, da werden die Bände mit jedem Mal irgendwie dünner. Kennt ihr das auch? Deswegen mag ich Bände, die was mit der Zeit dann immer fetter und fetter werden. Ja. In Die mächtige Zauberin geht es natürlich immer noch um die Flucht der Zwillinge und zusammen mit Flamel und diversen anderen Verbündeten. Spoiler und so. Der Schreibstil ist, ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich einen neuen Band einfange, ich habe ja immer ewig Pause zwischen den Bänden. Also ich vergesse den Inhalt nicht. Aber ich muss mich dann wirklich umstellen, was den Schreibstil, also den Lesestil und den Lesefluss betrifft, weil teilweise schreibt Maike Scott tatsächlich komplizierte Sätze. Im Gegensatz jetzt zu anderen Büchern wie Mythos Akademie zum Beispiel. Ja, also da ist alles irgendwie so klar strukturiert und keine Ahnung, und das, obwohl es beides Jugendbücher sind, aber man merkt eben, anderer Autor. Also ich habe kein Problem mit dem, ich finde ihn nicht schlecht. Ich brauche nur immer extrem, um reinzukommen, also so ungefähr die ersten 30 Seiten. Und dann endet es daran, dass ich das Buch nicht mehr aus Anlegen kann, einfach fertig lesen muss. Ja, in dem Band erfährt man auch mehr über Perrinelle, Nicholas Flamels Frau. Und es kommt zu einem überraschenden Bündnis auf der Insel Alcatraz, muss ich sagen. Also das Bündnis hat mich wirklich sehr überrascht. Ich konnte es nicht vorhersehen, aber das Schöne an dieser Reihe ist, dass ich das wenigste vorhersehen kann. Und ich mag auch Reihen, wo ich Dinge vorhersehen kann, aber die werden mit der Zeit langweilig, wenn man alles vorhersehen kann. Und deswegen mag ich die Reihe hier so gerne. Und habe mir deswegen auch gleich mal viel zugelegt, den ich irgendwann lesen werde, nachdem ich mich entschieden habe, was ich jetzt als nächstes lese. Ja, also die Zwillinge und Nicholas haben Paris ja verlassen und landen jetzt in London, ausgerechnet in London, wo sie sozusagen im Nest der Feinde sitzen. Aber sie bekommen Unterstützung von zwei netten Herren, aber mehr will ich nicht verraten. Und es geht auf jeden Fall wieder wirklich spannend zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl man es von diesen Büchern nicht erwartet, ich habe es von Band 1 auch nicht erwartet, dass diese Bücher einen fesseln können, schaffen sie es tatsächlich. Was ich wirklich faszinierend finde, aufgrund der Tatsache, dass es um einen Alchemisten geht. Zumindest, ich finde das zum Beispiel übrigens richtig super, weil es ist einfach mal was anderes. Es ist immer Vampire und Werwölfe und Zombies und Elfen und Ich lese alles. Also ich lese sowas auch, aber seit der Bissreihe und ja, bevölkert das irgendwie das Fantasy-Genre und ich habe mich daran echt satt gelesen. Also ich kann momentan echt nichts irgendwie Liebe, Herzeleid, Vampire in einem lesen. Das geht gar nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen seltsam. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur zu sehr auf Bücher fixiert oder habe einen seltsamen Geschmack. Ich meine, ich kann Zündkerzen wechseln, also warum sollte ich bei Büchern anders sein? Ich weiß, es ergibt keinen Sinn, aber
Auf jeden Fall müsste ich Sterne vergeben, will dieser Band von mir volle 5 Sterne bekommen. Was übrigens selten Bücher schaffen. Einfach, er ist einfach so toll und er ist so spannend und ich hätte mir den Arsch beißen können, dass ich keinen Urlaub habe, weil dann wäre das Ding innerhalb von, ich glaube, einem Tag weg gewesen. Und so musste ich mal warten und ich musste schlafen und ich musste arbeiten und ich musste essen und atmen. Und ich konnte währenddessen nicht weiterlesen, außer während dem Essen und dem Atmen. Aber kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwie ein Buch lest und ihr denkt euch, ich will nicht schlafen, ich will nichts anderes tun, ich will einfach nur lesen, weil ich wissen will, wie das weitergeht. Ja, so geht's mir. Dann habe ich als nächstes gelesen City of Fallen Angels von Cassandra Clare. Ich weiß, dass dieser Band aus der Reihe Die Chroniken der Unterwelt schon ewig und 3 Tage draußen ist. Aber ich habe mich bis jetzt immer davor gedrückt, ihn zu lesen. Und warum? Es ist dasselbe bei der Blutreihe. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Der Band, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang dachte ich mir so, okay, Chase und Clary sind jetzt zusammen. Was ja schön und gut ist. Aber irgendwie, was wollen die noch erzählen? Ich meine, Valentine ist abgelebt und Jonathan ist auch abgelebt und was zur Hölle wollen die noch erzählen? Aber siehe da, es wurde tatsächlich noch spannend. Ich will nicht so viel spoilern, ich will nicht, aber ich irgendwie, ich kann euch über die Bücher eigentlich gar nicht mehr so richtig viel erzählen, ohne in Spoilern reinzukommen. Jonathan lebt und atmet, nicht direkt, aber indirekt und ja, es gibt jetzt Drama Baby zwischen Chase und Clary und zwischen Magnus und Alec und zwischen Maya, Isabel und Simon. Und dann ist ja dann auch noch da der neue Leadsänger von der Band, in der Simon spielt, Kyle. Und den Jungen mag ich übrigens echt gerne. Also das ist, der war mir genauso wie die anderen Charaktere auch, der war mir von Anfang an sympathisch. Ich suchte die Reihe ja jetzt schon seit 2008. Ja, seit 2008. Oh Gott, das sind 6 Jahre. Boah, Leute, das sind 6 Jahre. 6 Jahre, in denen ich besessen von diesen Büchern bin. Und auch bei City of Bones waren mir die Charaktere alle am Anfang direkt sympathisch und ich habe sie geliebt und vergöttert und ja, es ist einfach toll. Es ist Cassandra Clare. Es erklärt alles. Es ist Cassandra Clare. Mehr Erklärung braucht es eigentlich nicht. Für alle, die die Buchreihe übrigens nicht gelesen haben, ich möchte anmerken, dass die Buchreihe definitiv besser ist als der Film. Für mich hat der Film übrigens nichts mehr mit City of Bones zu tun. Zumindest nicht mehr als 30%. So. Obwohl ich den Film auf... Ich habe aber den Film auf DVD. Ich mag den Film, aber ich betrachte ihn gern getrennt von den Büchern. Ja, das Cover ist wie immer super, wie man sieht. Goldschimmer. Und Prägung und love it. Das Buch hat gekostet 19,99 €. Aber ernsthaft, für Cassandra Clare würde ich auch 30 Euro für ein Buch rausschmeißen. Auch wenn meine Mutter mich für gestört hält. Und vermutlich jeder andere auch. Ja, das Ende ist sehr offen. Deswegen, ich drücke mich jetzt übrigens schon wieder davor, den 5. Band zu lesen, weil es soll nicht zu Ende sein. Ja, für alle, die sich gescheut haben, nach City of Glass weiterzulesen, weil sie eine Fortsetzung für sinnfrei halten, wie ich übrigens am Anfang auch, möchte ich anmerken, ihr solltet weiterlesen. Ihr solltet wirklich weiterlesen und spannend und so. Ach ja, genau. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe die die Seitenanzahl vergessen. 568 Seiten. Also auch Cassandra Clares Bücher werden mit der Zeit in der Reihe immer fetter und fetter und fetter. Was ich übrigens gut finde, dann ist man nicht so schnell durch. Ich glaube, an dem Buch habe ich 2 Wochen gelesen. Obwohl ich es eigentlich gerne in einem Zug durchgelesen hätte, habe ich aber gedacht, nein, das darf nicht zu Ende sein. Du hast City of Lost Souls noch nicht dastehen, es darf nicht zu Ende sein. Also habe ich mir damit echt Zeit gelassen. Und weil es eine Woche vor Weihnachten war und die Leute alle Stollen haben wollten. Ja,
Möchte ich Sterne vergeben? 5 Sterne. 5 Sterne. Ich glaube, ich hatte noch kein einziges Set von Cassandra Clare in der Hand, das von mir weniger als 5 Sterne bekommen hat. Wirklich nicht. Und weil ich dann aber nicht wollte, dass es vorbei ist, ja, ich wollte nicht, dass es vorbei ist, habe ich den Fehler gemacht und habe dann Clockwork Princess aus der Reihe Die Chroniken der Schattenjäger gelesen, ebenfalls von Cassandra Clare. Diese Reihe ist mit diesem Band aber abgeschlossen und dieses Buch hat mich emotional getötet. Es hat mich umgebracht. Ja, ich war 2 Tage nicht wirklich ansprechbar oder habe wegen jedem Scheiß angefangen zu weinen. Ich weine selten, aber wenn mich ein Buch emotional tötet, dann weine ich wegen jedem Dreck. Und wenn ich meine 2. Socke nicht finde, das ist egal, ich fange dann an zu weinen. Ja, das Buch 1999 und Seitenanzahl, keine Ahnung. Ja, so ein bisschen über die 600, 608. Was ich übrigens, ich mochte übrigens die alten Cover lieber, also die mit dem runden goldenen Emblem. Leider gehörte ich nicht zu den Glücklichen, die das alte Cover noch bekommen haben, aber das neue Cover ist auch nicht schlecht. Obwohl, wenn man da zu viel hält, hier seht ihr es, da ist der Goldschimmer abgegangen. Was ich übrigens super finde, in dem Einband, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, sind hier die Stammbäume drin von den Schattenjägern. Denn die Chroniken der Schattenjäger spielt ja vor die Chroniken der Unterwelt. Irgendwo im 18. Jahrhundert. 1800 irgendwas. Ich glaube 1880 rum sowas. Und es waren so viele unerwartete Wendungen da drin. Ich glaube, ich habe noch bei keinem Buch so viel gelacht, so viel geheult und war so verzweifelt wie bei diesem. Es hat mich emotional umgebracht. Ich halte dieses Buch übrigens für das bisher Beste, das Cassandra überhaupt geschrieben hat. Und ich habe bis jetzt alle gelesen. Und das ist das Telefon einfach ignorieren. Ich habe jetzt keine Lust, das Video nochmal von vorne zu drehen. Also entweder es geht jetzt mal langsam mehr ran oder... Geht doch. Oder auch nicht. Ist der Anrufbeantworter an? Ignoriert das einfach. Hallo. Yes. Meine Mutter hat mir jetzt ernsthaft das Telefon gebracht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich überhaupt war. Fest steht, dieses Buch hat mich umgebracht. Also ich lebe und atme immer noch, aber emotional war ich am Ende. Ich war am Ende. Ich war einfach nur noch am Ende. Und ich konnte 2, 3 Tage danach überhaupt gar kein neues Buch mehr lesen, weil ich war so fertig. Die Wörter sind nicht in meinem Kopf hängen geblieben. Und ich werde mit dieser Reihe nochmal von vorne anfangen. Wie immer. Also Chroniken der Unterwelt und die Schattenjäger sind übrigens die Reihen, die ich jedes Mal von vorne anfange, wenn ein neues Buch rauskommt. Deswegen habe ich die Chroniken... Ich glaube, obwohl die Chroniken der Schattenjäger... Die Chroniken der Unterwelt habe ich, glaube ich, schon 10-mal gelesen. Und ich liebe sie trotzdem. Auf jeden Fall, kauft euch dieses Buch. Ich möchte nicht spoilern, deswegen erzähle ich euch dazu eigentlich gar nichts. Außer, dass es unerwartete Wendungen gibt und es wird spannend. Und das Ende hat mich depressiv gemacht. Positiv depressiv. Und ja, ich kann positiv depressiv sein. Lesen. Einfach nur lesen. Lesen, lesen, hier, lesen. So. Es ist anstrengend, bei der Kälte die ganzen Bücher hochzuhalten. Dann kommen wir zum letzten Buch, das ich diesen Monat gelesen habe. Das habe ich übrigens heute beendet. Ich weiß, dass ich bis heute um Mitternacht definitiv kein neues Buch anfange und beende. Deswegen ist für mich der Monat abgeschlossen. Und zwar Frostherz von Jennifer Estep. Es ist der 3. Band von der Mythos Academy Reihe. Und ich hab mir den zu Weihnachten gegönnt. Normalerweise vergammeln Bücher bei mir ewig auf 3 Tage, bis ich sie lese, weil ich sie eigentlich nach der Reihe abarbeite. Aber ich musste es zuerst lesen. Ja, in Frostherz geht es mal wieder hauptsächlich um das Drama zwischen Logan und Gwen.
Was ich lustigerweise nicht mal erstörend empfinde. Also ich mag Drama im Allgemeinen. Das Drama ist zwar teilweise... Ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber sie reden gern aneinander vorbei. Ja. Aber ich empfinde es nicht erstörend, weil ich... Es stört die Storyline nicht, es stört die Erzählung nicht und deswegen habe ich nichts gegen ein bisschen Drama. Daphne, unsere pinke Walküre, benimmt sich etwas seltsam und Schnitter tauchen auf. Also Schnitter tauchen auf in rauen Mengen. Ich versuche so wenig zu spoilern wie möglich, deswegen raue Mengen. Und in diesem Band ist Gwen eigentlich hauptsächlich nicht mal mit dem Training beschäftigt oder mit irgendetwas anderem, sondern hauptsächlich mit der Suche nach dem Hellheimdolch. Die sich ist abenteuerlich gestaltet, als man erwartet. Man sollte eigentlich meinen, nach einem Dolch zu suchen, dürfte eigentlich nicht so spannend sein, aber es ist Gwen. Es ist Gwen und die Ich-Perspektive macht das alles einfach nur noch besser. Ja. Das Ende ist so herzig. Ich mag das Ende wirklich gerne. Außerdem werde ich langsam ein richtiger Fan von Oliver. Den kleinen schwulen Spartaner. Also klein ist er nicht, aber er ist schwul und Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und ich mag ihn inzwischen echt gerne. Außerdem taucht ein alter Freund wieder auf. Oder in diesem Fall eine alte Freundin von Gwen, die wir im letzten Band kennengelernt haben. Und ja, auch zu Nika Mendes, dem miesepetrigen Bibliothekar, damit ich das Wort noch rauskriege, wird man etwas erfahren, was einen schockt. Nee, also geschockt hat es mich jetzt nicht. Es war eher so ein What the fuck-Moment. Und ja, auch der Band ist nicht langweilig geworden, obwohl ich eigentlich wirklich schon die Befürchtung hatte, dass es irgendwie bergab geht. Weil es hat man ja manchmal bei Reihen. Aber es ist bei der Reihe Gott sei Dank nicht so und deswegen freue ich mich jetzt dann schon so drauf, den vierten Band in Händen zu halten, den ich mir irgendwann zulege, wenn ich wieder Geld habe. Und ja. Ja. Genau. Das Buch hat gekostet 14,99. Die Seitenanzahl ist eigentlich gar nicht so viel. Es ist... Warte, lasst mich gucken. Wenn man hinten die Bonusseiten wegrechnet von der Vorschau auf den vierten Band und Erklärungen, dann hat das Buch 392 Seiten. Das sind eigentlich gar nicht so viele. Deswegen war ich damit eigentlich auch wirklich schnell durch. Also ich habe es innerhalb von 3 Tagen durchgelesen. Was mich im Hinterher immer angeigt. Weil ich eigentlich so schnell gar nicht fertig werden will, aber das Dumme ist einfach, ich kann die Bücher nicht aus der Hand legen und dann muss ich weiterlesen und dann schlafe ich halt nicht mehr und ich will aber wissen, wie es weitergeht. Vor allem, weil ich immer, wenn ich irgendwo hin muss oder arbeiten muss oder schlafen sollte, dann lande ich bei einer Stelle, die echt spannend ist und ich dann unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Was in dem Band übrigens neu ist, was die anderen nicht haben, ist dieses schöne Aufklappcover. So. In dem eine Frau abgebildet ist. Ich weiß jetzt immer noch, also ich bin jetzt noch nicht schlau daraus geworden, ob das Nike darstellen soll, die Göttin des Sieges, oder Gwen. Oder vielleicht auch ihre Mutter Grace. Aber die ist ja gestorben. Aber vielleicht kann es ja trotzdem ihre Mutter Grace sein. Oder so. Ich komme noch dahinter. Ich komme auf jeden Fall noch dahinter. Ja. Das war es jetzt eigentlich für den Monat Dezember. Ich weiß doch gar nicht, was ich im Januar lesen will. Ich weiß noch nicht mal, was ich heute zu lesen anfangen will. Weil es ist zwar Silvester, aber ich bin zu alt für den Scheiß. Ich gehe nicht weg, ich habe keine Lust und Geld ausgeben und Schnee und kalt und nee, ist nicht meins. Würde es nicht schneien, würde ich eventuell weggehen. Aber schnell. Ja. Ich verlinke euch die Autoren und die Bücher nochmal unten in der Infobox, damit ihr nicht 100 Mal zurückspulen müsstet, solltet,
wenn ihr irgendwie eins der Bücher haben wolltet oder so. Jo. Gut, sollte noch Fragen auftauchen zu was auch immer, schreibt mir auf meiner Facebook-Seite, die verlinke ich euch auch unten, und ein schönes, frohes neues Jahr. Guten Rutsch, aber rutscht nicht aus.